Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 19. Juni. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Die Eskalation in der Lage in Bezug auf die Strafzölle kam ja bereits Ende der Vorwoche. Aber da dürfte noch der Abrechnungstermin für Futures und Optionen eine gewisse Stütze gewesen sein. Die war am Montag nicht mehr da und der Boden für den DAX, wie Sie hier im Chart auf 60-Minuten-Basis des Xetra-DAX sehen, ebenso wenig. Die Sorge, dass der nächste Schritt wieder Europa betrifft und gegen die europäische Automobilindustrie gerichtet ist, ist angesichts der Äußerungen des US-Präsidenten ja nun berechtigt. Da half es auch nichts, dass der Euro-Dollar-Kurs sich auf einem relativ niedrigen Niveau halten konnte. Bei den Automobiltiteln geht ja zusätzlich die Befürchtung um, dass die gestrige Festnahme von Audi-Chef Stadler nur den Beginn der nächsten Runde der vielfach schon als beendet angesehenen Abgaskrise bedeutet. Dass die Akteure an der Wall Street zwar auch vorsichtiger agierten, aber definitiv weit weniger besorgt wirken, das beruhigte die Marktteilnehmer hierzulande wenig. Zum einen, weil Vorsicht an der Wall Street spätestens seit der letzten Präsidentschaftswahl eher klein geschrieben wird. Zum anderen, weil speziell die Nasdaq im Zuge der Käufe vor dem Termin, Börsenverfalltermin des vergangenen Freitags, auf neue Rekorde stieg, was im Zuge der sogenannten Nachwehen nach einer solchen Abrechnung am Montag danach gerne noch anziehende Kurse oder, wie in diesem Fall, eine überraschende Stabilität nach sich zieht. Da wird erst der heutige Dienstag mit seinem Spitznamen Turnaround Tuesday weisen, aus welchem Holz diese scheinbar so bullische Vorgabe aus Übersee wirklich geschnitzt ist. Der Chart des Xetra DAX hier zeigt, wo die Hürde lag, die der DAX jetzt eben doch nicht genommen hat, bei 13.204 Punkten, das Hoch vom Mai. Wäre er dort drüber gelangt, wäre der Weg an das bisherige Rekordhoch zumindest aus charttechnischer Sicht frei gewesen. So aber ist der deutsche Leitindex wieder inmitten der bisherigen Handelsspanne angekommen und deren untere Begrenzung bei 12.547 Punkten auf einmal doch wieder im Blick der Trader. Um dorthin zu gelangen und mit dem Bruch der gesamten Supportzone ein bearishes Signal auszulösen, müsste er aber erst einmal an den beiden wichtigsten gleitenden Durchschnitten vorbei. An der 20-Tage-Linie ebenso wie an der 200-Tage-Linie. Sie sehen in diesem Chart auf Tagesbasis, beide boten dem DAX am Montag eine Stütze. Das Tagestief lag sicherlich nicht zufällig sehr nahe am derzeit bei 12.773 Zählern verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt. Dort hielten die Bullen dagegen. Dort wurde versucht, den Index auch gleich wieder über die am Montag bei 12.854 verlaufende 20-Tage-Linie zu heben. Was indes misslang. In welche Richtung wird der DAX diese breite Handelsspanne nun verlassen? Mit diesem Wochenstart ist es zumindest wieder völlig offen. Es wird von der Wall Street abhängen, es wird vom Euro-Dollar-Kurs abhängen, aber es wird eben auch und vor allem von dem abhängen, was an News aus dem Weißen Haus kommen wird. Und das ist derzeit nicht berechenbar. Nachdem der Stop-Loss Long gegriffen hat, werden gezielt kleine Long-Trades, die man als eine Art Fuß in der Tür als Reaktion auf die EZB-Rallye hätte eingehen können, erst einmal ausgestoppt. Und das ist angesichts dieser plötzlich wieder so offenen Konstellation letztlich auch gut so. Per heute früh würden wir aus aktueller Sicht der Dinge in jedem Fall neutral bleiben. Möglich, dass sich nach dem heutigen Handel neue Trading-Ankerpunkte anbieten. Im Vorfeld dieses Dienstags ist das aber erst einmal noch nicht der Fall. Warten wir es ab. Mal sehen, ob der Dienstag seinem Spitznamen Turnaround Tuesday auch diesmal wieder Ehre machen wird. Wir schauen drauf und reden drüber morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Bis dahin schönen Dienstag und